Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wir sind hier im Turm von... keine Ahnung, wir sind auf dem Weg nach... die Stadt, wo Vinil und Fang tatsächlich herkommen. Hier auf Grand Pulse. Und... ja, wir haben jetzt beim letzten Mal auch den Weg hier freigemacht, um hier im Turm weiterzukommen. Und jetzt hoffen wir mal, dass es auch so klappt, wie ich es mir vorstelle. Wir müssen jetzt nur da drüben irgendwo lang. Wieso auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber wir schaffen das irgendwie. Glaube ich, hoffe ich. Ah! Wenn diese Gegner, gegen die du gar nicht kämpfen willst. So, hier müssen wir irgendwo hin. Nicht? Ah, okay, wir müssen hier tatsächlich die Etage in die Höhe. Gut. Nein, 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 nein. Wow. Das war knapp dran vorbei. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Mit dir soll ich schon wieder reden? Warum? Muss ich jetzt noch mehr Missionen erfüllen? Oder auch nicht. Ach, dann können wir jetzt hier weiter mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist doch mal fein. Gut. Dann werden wir das auf jeden Fall jetzt machen. Die Zentralaufzug kann nun die Ebene 4 erreichen. Yay! Das ist gut? Ich hoffe. Ah, okay, dann sind wir jetzt hier auf der dritten Ebene, wenn ich das richtig verstehe. Ups. Wow. Das nenne ich Fahrstuhltechnologie. Auf zur vierten Ebene. Stückchen für Stückchen kommen wir hier mal langsam in die Höhe. Ich glaube, aber das ist ziemlich weit höher als nur die vierte Ebene. Aber nun gut. Wird bestimmt seine Berechtigung haben oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Da drüben können wir auch wieder speichern, weil wir speichern ja so selten. Speichern wir auch hier mal wieder. Speichern sowieso nur hier, weil darum. Man weiß ja nie, plötzlich schmiert das Spiel ab und sowas. Ja, naja, wobei das Spiel an sich läuft sehr, sehr stabil, muss man ja wirklich sagen. Für einen Konsolenport. Doch, ja. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Nun gut. Hier da hinten sind mir jetzt mal egal. Ich weiß gar nicht, was stampft denn da schon wieder rum? Wenn ich das mal gesehen habe. Ach, solche mächtigen Vogelfiecher. Okay. So, und hier? Was haben wir hier? Zur fünften Ebene. Ach, das ist ja schön. Wozu gibt es dann die vierte Ebene? Wahrscheinlich einfach mal, weil... wahrscheinlich gäbe es jetzt hier 300.000 Items zum Einsammeln, die wir sowieso nicht brauchen. Das kann natürlich sein. So. Und hier auf der fünften Ebene haben wir hier wieder so eine Steinstatue zum Bequatschen. Und dem fehlt wieder sein Schwert. Wir müssen Mushu Fushu finden. Mushu Fushu. Ja, ja. Mushu Fushu ist da hinten. Dann laufen wir auch schon mal direkt in die Richtung. Und hoffen wir, dass wir jetzt hier einigermaßen heile das Ganze überleben werden. Wir bräuchten dafür auch theoretisch mal wieder Analysator. Aber wir haben nur einmal Mushu Fushu, den wir hier analysieren können. Und dann Yakshidi. Was auch immer. Dann haben wir hier einmal Schwäche Wasser und... keine Ahnung, Erde oder sowas. Und der hat keine Schwächen. Na, das ist ja super. Dann gehen wir zuerst auf die Yakshidi. Ne, was weg ist weg, kennt man ja. Dann gehen wir mal in die Haltung. Damit wir auch geheilt werden, so nebenher. Ich glaube, das ist die sicherste Haltung.
Dadurch, dass wir hin und wieder ja doch schon ein bisschen Schaden kriegen. Okay, manchmal auch ein bisschen mehr. Aber es muss ja nicht zwingend sein, ne? Man kann es ja auch friedlich lösen und vernünftig und so. Und Gedöns. So, Feng kümmert sich um den Deppen da oben. Das ist gut. Aber Venil, heil doch mal vernünftig hier. So, auch den Deppen. Jetzt nicht wirklich großartig irgendwas an Schwächen hat, leider. Und da hat er sich auch noch so total hochgebufft. Das gefällt einem ja wieder. Dann machen wir mal The Green Mile. Für Direktschaden. Das sieht gut aus. Sieht aus, als würden wir Schaden machen. Ob das stimmt, ist nur eine andere Geschichte, aber es sieht zumindest danach aus. Und da geht es so langsam auch schon tot. Geht eine Menge tot. Geht doch. Okay, okay. Mission erfüllt. Was ist jetzt wieder zurück zur Statue? Und gibt es noch mehr Statuen, denen wir helfen sollen? Können wir wieder in den Fahrstuhl zurück? Warum? Warum sagt er mir, ich soll hier in den Fahrstuhl zurück? Hä? Wo sollen wir denn laut Karte hin? Hm. Das ist hier wahrscheinlich die vierte Ebene, aber hier ist jetzt auch nicht wirklich irgendwas. Oder müssen wir jetzt nochmal mit der Statue reden? Muss sie nochmal ihr Schwert in Boden rammen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Hä? Aber wir können jetzt hier nicht in die sechste Ebene. Aber wir sollen hier irgendwas mit dem Fahrstuhl machen. Verstehe hier nochmal einer die Welt. Und ab nach unten. Mal sehen, ob mir hier unten dann irgendwie ein anderes Ziel angezeigt wird. Soll ich tatsächlich da irgendwo anders hin? Nur mal, um das grob hier anzugucken. Nach da hinten. Okay. Ist ein anderer Fahrstuhl oder warum soll ich da hin? Finden wir es doch einfach heraus, indem wir da hingehen. Und dann mal gucken. Da fliegt auch schon wieder hier der Falsi hier herum. Wo ich eigentlich hin will, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Sturmring. Yay. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Was ist das, was das umgeflattert hat? Ach du Scheiße. Sind das hier nicht so fliegende Seas? Kann das sein? Jetzt ist eh zu spät. Sechste Ebene. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Warum auch immer die so ein kleines Musikspiel eingebaut haben für diese Fahrstuhl-Dinger. Es ist eine Fahrstuhlmusik, die man von innen eh nicht hört. Achso, ist Fahrstuhlmusik für Außenstehende. Okay. Einfach mal weil. So. Statue. Gib mich Quest. Gib mich Quest. Da nehme ich auch wieder kein Schwert. Müssen wir dem erst besorgen, indem wir wieder irgendeinen Deppen töten. Oh, Klasse B-Mission. Aber hier auf jeden Fall erstmal abspeichern. Nur um sicher zu gehen. Gucken wir mal, wo ist das denn ungefähr, wo wir hin sollen? Weil hier in den Turm habe ich da sonst keinen Überblick mehr. Wir müssen da einmal raus, müssen da rum. Okay.
Ich glaube, ich schaff's. So, hier lang. Und da hinten hin. Warum müssen wir jetzt hier zu dem? Ach, damit wir dann woanders hinkommen, oder was? Ein neuer Raum des Turmes ist nun zugänglich. Ja, und welcher? Gucken wir auf der Karte. Da müssen wir auch tatsächlich sogar hin. Okay. Ich gehe da mal. War schön mit euch. Aber ohne mich. Warum fliegen noch mehr von diesen Dingern herum? Es ist ja super. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Wir müssen da runter. Oh. Warum denn das schon wieder? Helios, ja, ist okay. Aber immer noch nichts mega Wichtiges. So, sogar noch einen Speicherstand angelegt. Und dann jetzt ab nach unten. In der Hoffnung, wir werden diesen Kampf jetzt einigermaßen hinkriegen. Was erwartet uns denn da? Kamera war gerade echt mega doof, aber was soll's. So. Laufen wir einfach rein, ohne zu wissen. Oh, das ist unser Ziel. Was bist du denn überhaupt? Analyse. Das ist ein Vitaler, was auch immer. Super. Er ist immun gegen so ziemlich alles und alles andere ist halbiert oder widersteht. Ist ja Töfte. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, irgendwie ansatzweise ein bisschen Schaden zu machen. Ja, das sieht gut aus. Machen wir den hier. Und dann immer draufbolzen. So geht wenigstens ein bisschen Schaden drauf. Omnimantie, ja, mach mal. Mach du mal, ich mach den in der Zeit tot. Ich hoffe, ich schaff's. Nicht, dass ich hier nur leere Versprechen mache oder sowas. Ja, super, geblockt, geblockt. Im Schockzustand erstmal blocken. Das kann ich ja wieder leiden. Gut. Von der grünen Meile zur grünen Front. Einfach um die Schockleistung hochzukriegen durch Elementarschaden. Ich hoffe, dass das auch so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Aber man weiß ja, wie das manchmal so ist. Manchmal ist das nämlich echt Mist. So, und zurück auf die grüne Meile für den Direktschaden. Wenn er auch nicht im Blockzustand ist, dann bekommt er auch Schaden. Zum Glück. Könnt ihr natürlich mit Venil hier auch nochmal auf Verheerer gehen in der Zeit. Aber dann denken wir so, na, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Plötzlich macht er wieder irgendwas, was nicht sein muss und so. Kennt man ja. Magieschaden machen wir so ziemlich gar keinen. Weil wir so toll sind. Okay. Aber ich glaube, bei der nächsten Schockphase müsste er eigentlich down gehen. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Ja, doch, einiges noch. Halleluja. Das heißt, wir müssten ihn theoretisch noch zu circa 100 mal hauen. Gefühlt. Aber manchmal, ne? Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln bei der Lebensanzeige eines Bosses. Denkst du dir so, wie schaffen das drei komische Knirpse, die nicht mal ansatzweise so viel Schaden machen?
ansatzweise so viel Leben haben, die dann tot zu hauen. Ich weiß auch nicht. Aber wenigstens verlieren wir kein Leben oder kaum Leben, weil Vanille uns immer heilt. Die Frau Vanille. So, und da ist er down. Mission erfüllt. Nein, wirklich. Toll. So, und jetzt, wo soll ich jetzt hin? Erstmal Item einsammeln. Analysator, hey! Sowas habe ich mal wieder gebraucht, muss ich keinen kaufen. Ich kann es mir eh leisten, aber trotzdem. So, dann rede ich mal mit dir. Und das für ein Riesengefährt da drüben. So, was wir wahrscheinlich schon in Orange gesehen haben.